Freunde, ihr habt völlig recht. Der Abteilungsleiter hat überhaupt keinen Plan, wie man so einen Drucklufteimer bedient. Gewöhnt euch an mein Gesicht, ich bin der Neue. Ja, ich frage mich, warum ich hier in dem Laden angefangen habe, aber es wird Zeit, dass der Laden ein bisschen Kompetenz bekommt. So, ich zeige euch jetzt einmal, wie der Drucklufteimer mit so einem, mit so einem Druckluftschleifer funktioniert. Na, dann schließen wir hier an. Er hat extra einen kurzen Schlauch, dass ihr seht, dass ich da nichts dran gepfuscht habe. Aber wichtig ist, Schutzbrille, Safety first. So, und du siehst, okay, kurzer Schlauch. Ja. So funktionieren Druckluft-Eimer.